Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Persona 5. Ja, zuletzt sind wir im nächsten Abschnitt von Kaneshiros Palast angekommen. Und zwar ist das hier ganz offensichtlich die Geldwäscherei. Hier liegt auf jeden Fall ziemlich viel Geld rum. Und demzufolge ist das ja praktisch der Ort, an dem Kaneshiro all das Geld... Ja, ich weiß gar nicht, wie genau wäscht er das eigentlich. In der echten Welt haben wir ja nichts erfahren. Normalerweise wird ja sowas wie Schutzgeld oder so von Mafiosi immer gewaschen. Übrigens, der Begriff Geldwäsche, ne, während ich hier langschleiche, kann ich ja mal ein bisschen den Klugscheißer raushängen lassen. Der Begriff Geldwäsche wurde geprägt von Al Capone. Und zwar dadurch, dass der buchstäblich Geld in... Kann ich hier rüber? Ja. Buchstäblich Geld gewaschen hat. Er hat nämlich das Geld, was er illegal mit Alkohol verdient hat, mit quasi in Wäschereien gesteckt. Und hat dann da, also hat quasi investiert und mit den Wäschereien hat er dann wiederum ja auch Geld verdient und damit, das war ja dann aber legales, sauberes Geld, wo ihm die Polizei nichts anhaben konnte. Und ja. So kam das. Ach Mann, ey, das gibt's doch nicht. Alter, schon wieder von der Kamera entdeckt worden. Ja, okay, na, also das nur mal so nebenbei als Info. Also der Name, der Begriff Geldwäsche kommt tatsächlich von Al Capone. So. Jetzt muss ich aber mal schauen. Wir machen wie immer Mar frei. Für die High Pixies. Und dann hau ich hier nochmal drauf. Au. Was ist denn dauernd dieses Technical? Mach die erstmal kalt hier. So, alles klar. So, und jetzt brauche ich hier... Der hat halt nur noch 29 SP, ne? Allzu viel habe ich nicht. Moment. Ich hoffe jetzt mal, ich habe den richtigen... ja, genau. Das wollte ich auch. Also den Angriff von ihm senken. Und... Geht das doppelt? Kann ich... Decrease Extended, also der... Also der ist jetzt quasi richtig schwach an der Stelle. Hoffentlich reicht das. Hat er Ahn? Au! Gottes Willen, ey. Media, bitte. Das tut ja richtig weh. Und das hält halt auch nur für 3 Runden, ne? Das ist wichtig zu wissen. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt als nächstes? Ich probiere hier mal das Mudo. Und hoffe mal, vielleicht klappt's ja. Nein, natürlich klappt es nicht. Dann probiere ich den mal als einschlafen zu lassen. Okay. Das ist zwar relativ sinnlos, weil natürlich jetzt dieser Debuff auf seinen Angriff keinen Effekt mehr hat. Er greift ja nicht an. Das ist sehr gut. Ja, ich denke mal, das sind ganz normale kritische Treffer, diese Technicals. Okay, ich hau die jetzt einfach mal drauf, solange wie er schläft. Aber keine Panik, ne? Ich zeige immer nur so ein paar Kämpfe pro Folge. Oh, sehr gut. Muscle Drink habe ich gekriegt. Und da ist er weg. Keine Ahnung, warum der jetzt das Item abgeworfen hat. Aber egal. Ja, was ich sagen wollte, ne? Also ich werde definitiv hier nicht alle Kämpfe zeigen, sondern ab und zu auch mal einen rausschneiden. Das wisst ihr ja schon. Ja, jetzt muss ich ja natürlich super vorsichtig sein. Wenn der Typ hier ankommt. Beziehungsweise ich warte, bis er hier ums Eck geschlichen kommt und dann kann ich ihn überraschen. Das ist auch wichtig, denn dadurch sinkt hier die Aufmerksamkeit und... Oh! Lenan Side. Ja, die hatte ich schon mal. Und die ist schwach. Ja, und die ist schwach gegen Feuer, deswegen werde ich die jetzt einfach mal sich schützen lassen und lass Ahn das Ganze regeln. Ich hätte sie nämlich gerne in Team Lenan Side. Das ist eine Lovers Persona, das heißt, sie wird quasi stärker durch die Verbindung mit Ahn.
Würdest du jemand anderen das antun, was du mir antust? I sure would. No, I wouldn't. This is a special exception. Ich nehme mal das. Und das war auch richtig. Also, ich sollte hier wohlgewählte Worte benutzen. Gibt es wirklich einen Vorteil, wenn ich mich dir anschließe? It's a matter of feeling vielleicht? Ja, sehr gut. Sehr gut. Okay. Also, auch sie jetzt hier im Team. Aber jetzt müsste, glaube ich, ja, das dachte ich mir schon. Hier ist jetzt leider mein Team voll und ich fürchte, ich werde... Wen hau ich denn da mal raus? Ist eigentlich irrelevant, weil ich die meisten, die hier sind, sowieso nur zum Fusionieren benutze. Und deswegen... Ich guck mal kurz die Stats an. Ich hau mal Hypixie raus. Ja, ich denke, die bringt mir hier am wenigsten. Ich werde dann auch, sobald ich im nächsten Raum bin, wieder... Okay. Also im nächsten Raum... Ich meine, damit im nächsten Safe Room werde ich dann schnell reisen in Richtung Ausgang. Oh, ich könnte theoretisch... Ah, kacke, das habe ich jetzt natürlich verballert. Ich hätte hier auch noch rüberspringen können, dann wäre hier ein Schatz gewesen. Aber egal, das ist eigentlich nur Kleinkram. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich brauche. Oh Gott. Ja, das holen wir. Sehr gut gemacht. Nach wie vor ein Ignis-Ring. Klingt nach irgendwas mit Feuer, glaube ich. Nach wie vor immer noch keine Truhen, die hier in irgendeiner Weise... Reduce Fire Damage. Na gut, okay. Das könnte ich für Yusuke nehmen. Der ist ja anfällig für Feuerschaden und hier ist immer noch zu. Geil, das heißt, ich darf hier wieder... durchrennen. Ja, der ist nämlich anfällig für Feuerschaden, der Yusuke. Aber auf der anderen Seite, es macht zwar den Schaden schwächer, aber er wird wahrscheinlich trotzdem gestunt werden. So, jetzt komme ich hier durch. Und ich frage mich nach wie vor, irgendwann müsste ja hier mal auch mal ein Hindernis auftauchen, wo man dann zwangsläufig... aus dem Palast raus muss. Was sind wir denn jetzt hier? War ich hier nicht schon mal? Hier bin ich reingekommen. Hier war noch zu, ne? Ja, die Frage, wie komme ich hier durch? Ich sollte auf jeden Fall die Gunst der Stunde nutzen. Nicht reinlaufen, bitte. Ich sollte auf jeden Fall die Gunst der Stunde nutzen... Kann ich hier? Okay, ich kann hier auch so vorbeilaufen, glaube ich. Aber ich riskiere es mal besser nicht. Weil hier gerade keine Gegner sind, dann kann ich hier gleich mal noch ein bisschen erkunden. Aber es ist ein bisschen nervig, wenn man hier die ganze Zeit diesen dritten Sinn da anhat. Okay, dann hole ich mir jetzt erstmal den Schatz hier. Da hört man die ganze Zeit so ein komisches Pfeifen im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man das auch im Video hört, aber es ist echt penetrant. Also ich glaube, hier habe ich es nicht versucht, oder? Hier bin ich nicht reingegangen. Genau. Hallo Hundi! Alles klar, okay, gut. Ihr haut jetzt einfach mal drauf. Der braucht ja Eisschaden, ne? So, das macht mal bitte die Apsaras, wie immer. Aber dann wird es auch knapp, ne? Dann kann ich hier gegen die Hunde zumindest nichts mehr machen. Oder generell eigentlich gegen jeden, der eine Elementarschwäche hat, die nur Kato besitzt. Also wo nur Kato den entsprechenden Angriff besitzt. Gibst du bitte wieder Geld. Ja, immerhin 200 Yen. Das wird aber auch immer weniger. Mal nicht so knauserig sein hier. Und hier sieht es so aus, als ob ich hier noch nicht war. Was? Irgendwas ver... Oh! Da ist er doch, das kleine Dickerchen. Mal schauen, hier wird auf jeden Fall was drin sein. Sehr gut.
Schauen wir mal. Oh. Da ist auf jeden Fall eine Wache. Ich glaube, der kann mich nicht sehen, oder wenn ich um die Ecke stehe? Nein. Aber jetzt wird er mich zu sehen kriegen. Schon wieder. Also diese Gruppe ist echt die nervigste von allen. Ohne Scheiß. Bams, 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 bams. So. Und dann noch einen Vajra Blast hinterher, damit die erstmal wechseln. Ist klar. Ich muss mal kurz heilen, weil ich weiß nicht, ob irgendeiner noch angekratzt ist. Oh ja, das war sehr gut. Dass ich das jetzt gemacht habe, schläfert den mal wieder ein. So. Ich kann hier nur draufhauen. Immerhin ein kritischer Treffer. Au. Au. Deiner Sack. Frei bitte. Theoretisch könnte ich hier bei ihm mal eine Kombination probieren. Und zwar Ahn hat eine Fähigkeit, womit man Gegner anzünden kann. Und Makoto wiederum hat einen Angriff, diesen einen Nuklearangriff, der besonders wirksam gegen Leute ist, die brennen, eingefroren sind oder geschockt sind. Das könnte ich theoretisch das nächste Mal versuchen, weil jetzt ist immerhin die Aufmerksamkeit hier auf Null wieder. Dabdi-dabdi-da. Oh, da brennt einer. Also, oder was heißt, der brennt, der... Das ist ein etwas stärkerer Gegner. Ich hätte ja gerne mal einen Safe Room. Okay, Leute, offensichtlich muss ich hier diese goldene Wache konfrontieren. Es gab leider keinen Weg drumherum. Das wäre jetzt natürlich super ärgerlich. Wenn ich jetzt hier zum Safe Room zurück müsste. Ich hoffe mal, der Kampf wird nicht allzu hart oder... Was heißt nicht allzu hart, zumindest für mich machbar. Problem ist halt, Kato hat halt echt keine SP mehr für irgendwelche Elementarangriffe, also... Mal schauen. Und Kaneshiro sagt natürlich das Übliche. Was bist du denn für ein... Was seid ihr? Alter, nein, Alter! Scheiße! Sorry. Ah, gleich die alle auf einmal hier. Und bei dem habe ich halt immer noch kein... Ja, natürlich sind die alle super stark. Okay. Dann kann ich hier zumindest erstmal Folgendes tun. Solange wie ich den hier mit Nuklear treffe, kann ich den ja theoretisch jetzt erstmal mit Makoto fertig machen. Oder auch nicht. Ja, ich muss ihn hier mal irgendwie mit was angreifen, damit ich vielleicht weiß, wogegen er anfällig ist. Alter, nein! Das ist doch scheiße. Kann ich ihn vielleicht einschläfern? Ja, Gott sei Dank zumindest, das geht. Dämonischer Warlord. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich irgendein Heil-Item, womit ich alle so ein kleines bisschen heilen kann? Reviews 1, 9. Womit ich alle heilen kann, wisst ihr? Hier. 50 für alle. Okay, voll drauf mit Marfrei. Jawoll. Okay, ich erhöhe mal seine Verteidigung. Weil er muss am Leben bleiben. Und hier heile ich auch nochmal alle. Also hier muss ich echt aufpassen. Das kann ganz schnell komplett aus dem Ruder laufen. Wenn ich es lasse. Vor allen Dingen für Panther, weil die ist halt... Au. Weil die ist halt anfällig für den Scheiß hier. Ich versuche den mal möglichst rauszuhalten. Ach kacke, das geht halt wieder nicht. Ja, Gott sei Dank. Okay, pass mal auf, da mache ich jetzt einfach mal hier Folgendes. Ich wähle mal hier den Shikyuji aus. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil der dann immun ist gegen... Nein, das ist er... Sollst doch den anderen hier auswählen, hier.
So, alles klar. So. Und dann kann ich jetzt zumindest seine Verteidigung reduzieren. Und mach wieder mal frei auf alle. Hoffentlich trifft's. Jawohl, sehr gut. Und dann kann ich ihn jetzt vielleicht erstmal rausnehmen. Sehr gut. Das war gut. Aua. Okay, bitte einmal wieder alle heilen. So, was mache ich denn jetzt? Ich könnte jetzt versuchen... Nee, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich heile sie erstmal. Für möglichst viel. Waschrubbler. Au, Alter! Was ein Scheiß, ey. Ich bin hier nur am Heilen, oder? Kann das sein? Ich muss den hier irgendwie damit raushauen. Aber erstmal wäre es gut, einen hier hochzuheilen. Ich heile mal sie. Ich weiß nicht, was ich sonst groß machen soll. Okay, es hat immerhin verfehlt und jetzt er auch nochmal heilen. Das wird halt nichts bringen. Wenn der den Vashra Blast raushaut, dann ist das sowieso wieder zurück. Also geht das sowieso wieder runter. Deswegen, ich kann nur mal versuchen, hier seinen Angriff erstmal zu senken, damit er nicht ganz so viel Schaden mehr macht. Aber es reicht halt immer noch, um ordentlich Schaden zu machen. So, jetzt muss ich ihn mal down kriegen. Und bei ihr... Ja, ich heil mal wieder. Ich muss jetzt mal ein kleines bisschen defensiver hier spielen. Er erhöht seinen Angriff. Probier's mal mit... Nein, Quatsch! Ah, fuck, mir ist gerade wieder eingefallen. Das saugt er ja auf. Au. Defense reverted. Nee. Nicht ändern. Nicht die Persona ändern. Habe ich das mal probiert? Okay. Das hat ihn immerhin ausgenommen. Und ich würde mal auf Ahn weitergehen. Ich will nämlich mal was probieren. Persona bitte. Und jetzt dieses Agalio. Versuch ihn mal anzuzünden. Brennt er? Nein, tut er nicht. Schade. Heil dich mal selber, bitte. Alter, das ist echt... Also, für mich ist das gerade ja echt ein bisschen stressig, weil ich halt jedes Mal damit rechnen muss, dass der nächste Schlag so reinhaut, dass alle gleich auf einmal down gehen. Weil ich weiß echt nicht, was die alle können hier. Mach das nochmal, bitte. Ich würde den gerne anzünden. Das wäre echt gut. Okay, du haust jetzt einfach mal auf den hier drauf. Hauptsache, der ist mal weg hier. Kack, der. Komm. Mach ihn alle. Ach, mach ihn doch mal alle, Mann. So, sehr gut. Dann haben wir zumindest erstmal dieses Problem weg. Sag jetzt nicht, okay, er hat eine Resistenz. Das ist doch kacke, ey. Ja, geil, was soll ich denn da jetzt noch machen? Ich kann halt nur ein bisschen heilen versuchen irgendwie, dass ich mich erstmal am Leben halte. Ich würde halt gerne mal die Combo ausprobieren, aber gut, okay, das bringt jetzt eh nichts mehr, weil, sag mal, die Makoto, die hat ja gerade eh keine SP mehr, ne? Von daher kann ich jetzt, glaube ich, auch bloß noch draufhauen, auch wenn er dagegen resistent ist. Oder ist er vielleicht... Nein, dagegen hat er auch eine Resistenz. Ich dachte, man kann ihn vielleicht mit... Komm, jetzt zünd ihn doch mal an, bitte. Na ja, gut, er ist zumindest demnächst ist gleich down. Komm, treff, bitte. Sehr gut. Boah. Ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl, wenn auf einmal hier... drei solche Johnnies vor dir stehen.
Warum ich die Johnny nenne, keine Ahnung. Aber ich bin Level 24 und das heißt natürlich noch stärkere Personas beim nächsten Fusionsfestival. Das ist ein bescheuertes Wort, sorry. So, jetzt ist die Frage, was hat Kaneshiro dazu zu sagen? Er ist natürlich abgehauen durch den Aufzug. Und er hat ein Journal zurückgelassen. R, C ist 0, R ist gleich C ist gleich 0, I ist gleich 1, H ist gleich 2. Was könnte das bedeuten? Ja, ganz einfach. Das bedeutet, du musst irgendwo wahrscheinlich ein Wort finden, was mit R, C, I und H geschrieben wird. Also praktisch die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen und das Ganze dann mit Zahlen übersetzen und dann hast du den Code für den Aufzug. Das ist jetzt einfach mal so meine Vermutung, was das ist. Ich habe übrigens mal die Empfindlichkeit vom Mikro hochgestellt, weil das war in den letzten Aufnahmen wieder etwas leise. Keine Ahnung, warum ich das wieder runtergestellt habe. Aber nach der Nachbearbeitung, dann, das klingt dann immer so ein bisschen dumpf, das Geräusch, wenn ich zu leise aufgenommen habe. Okay, let's go. Ja, let's go. Mal schauen, ich muss halt jetzt irgendwie, ich will eigentlich ganz gerne... Ich hätte ganz gerne einen Safe Room. Ist das ein... Oh Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Okay, wir sind jetzt im Büro. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zum Bank Entrance. Wir sind schon wieder etwas ausgelaugt, meine Leute und ich. Und ich mache jetzt einfach mal wieder das, was ich schon oft gemacht habe. Ich gehe in den Velvet Room. Ich bin ja jetzt Level 24, das heißt, ich kann wieder ein paar stärkere Personas machen. Und das mache ich jetzt einfach mal auch. Und cutte das Ganze aber raus und zeige euch dann einfach wieder das Endresultat. Also, bis gleich. So Leute, da bin ich wieder und ich komme mit neuen Gefährten daher. Ja, es war jetzt eine ganz schöne Schlacht hier. Ich habe auch wieder komplett 30.000 Yen auf den Kopf gehauen, damit ich das ja machen konnte. Und ich habe folgende neue Personas im Team. Den ersten seht ihr hier schon. Beachtet bitte nicht den anstößigen, ja, was auch immer der da in seinem Schritt an seinem Gürtel hat, also was auch immer. Egal, hat halt seinen eigenen Kleidungsstil. Der Rakshasa ist vor allen Dingen für Debuffs offensichtlich, Buffs und Debuffs zuständig, kann außerdem regenerieren und extra Erfahrungspunkte bekommen. Außerdem kann er zumindest noch heilen, also ist wirklich jetzt eher hier, na, also er kann halt... Er könnte jetzt zum Beispiel einem Verbündeten, der gegen Wind anfällig ist, hier Windresistenz geben. Er kann Angriff verbessern und die Verteidigung von Gegnern senken. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich finde vor allen Dingen sein Design cool. Dann habe ich Phoenix verstärkt. Der kann jetzt eine neue Fähigkeit, die sollte ich euch mal zeigen, Recon. Recon mit M. Und kann, wie ihr seht, tote Verbündete wiederbeleben. Ziemlich cool, mit 50% HP, also echt nicht schlecht. Hat er jetzt gelernt, ich habe ihn nämlich gestärkt. Dann habe ich den Sandman. Der Sandman hat Psi-Schaden und Fluchschaden vor allen Dingen und natürlich auch Windschaden. Kann außerdem immerhin noch heilen. Die Genauigkeit bzw. Ausweichchance von Gegnern verringern und Gegner auch einschläfern. Außerdem hat er Dormin Rush. Damit kann er Gegner schlagen, macht physischen Schaden, hat außerdem, wie ihr lesen könnt, eine geringe Chance dabei, den Gegner auch nochmal schlafen zu legen, ist halt immerhin der Sandmann. Dann habe ich Shiki Uji immer noch im Team. Ja gut, der war ja nicht neu, den habe ich vor allen Dingen deshalb behalten. Ich hatte den eigentlich fusioniert, habe mir ihn dann aber wieder zurückgekauft, weil der ist einfach zu wertvoll, was seine Immunität gegen physischen Schaden und gegen Fernkampfschaden angeht.
gerade bei diesen Kämpfen hier gegen die Onis ist er von unschätzbarem Wert, weil ich damit praktisch zumindest den Kaito komplett gegen die abschirmen kann. Und dann haben wir außerdem noch Naga, der kann Blitzschaden, Bufu, also Eisschaden und dann auch noch diverse Formen von physischen Schaden. Könnt ihr alles nochmal lesen, wie die, also der hier, der hysterische Schlag hat eine gewisse Chance, Gegner ärgerlich zu machen. Hier habe ich eine geringe Chance, dass Gegner was vergessen. Ich weiß nicht, was das genau bewirkt. Hier kann ich meinen eigenen Schaden erhöhen und die Verteidigung von allen Gegnern für 3 Runden senken und außerdem Gegner in Angst versetzen. Und ich merke gerade, der hat ein kleines Glöckchen an seinem Schlangenschwanz. Ach, ist das niedlich. So, ich muss jetzt selber nochmal ganz kurz durchgucken. Ich werde die Aufnahme hier gleich beenden, aber ich habe jetzt hier heiligen Schaden. Moment, ich gehe mal von oben nach unten durch. Habe ich irgendeinen hier? Er hat Feuerschaden. Er hat Eisschaden. Er hat Windschaden außerdem noch. Irgendeiner. Er hat Blitzschaden, nur damit ich jetzt alle Elemente habe, ne? Er hat Psi und auch Wind. Hat irgendeiner von denen radioaktives Zeug? Nee, da müsste ich dann vielleicht doch hier. Er hat zumindest... Ja, er hat so ein bisschen, er hat diesen großen radioaktiven Angriff. Ich hätte halt gerne den radioaktiven Einzelangriff, dass ich nicht immer 10 SP zahlen muss. Okay, gut. Aber ich würde sagen, wir haben soweit alles. Immerhin haben wir dann ja auch noch Makoto für das radioaktive Zeug, ne? Muss ich ja auch nicht immer der Kaito drum kümmern. Ich würde sagen, ich habe jetzt lange genug aufgenommen. Ich habe jetzt so lange rumgemacht. Die Aufnahme geht inzwischen schon eine Stunde. Um Gottes Willen. Ja. Ihr lasst mir bitte wie immer eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat, ein Like, wenn es euch nicht gefallen hat, dann vielleicht bitte etwas Feedback, was ich besser machen kann. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich werde jetzt den Palast erstmal verlassen, wahrscheinlich bin ich dann schon raus, wenn die nächste Folge losgeht, weil ich euch wie immer die Ladesequenz so ein bisschen ersparen will. Egal, sehen wir dann. Haut rein, Leute. Yeah, so